Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Ja, das Gerät, an das hier mein iPhone eben so elegant dran geflogen und auch gleich haften geblieben ist, das ist der Pitaka Make Mount Qi, eine Kfz-Halterung für euer Smartphone mit ganz besonderen Eigenschaften. Und die will ich euch heute mal vorstellen. Ich habe das Teil hier schon eine Weile getestet und muss sagen, ist echt gut. Ja, und jetzt schauen wir nochmal genau, was haben wir denn hier? Wir haben also einmal die Halterung der Make Mount Qi. Und das seht ihr schon, das ist ein besonderes Material, denn das hier ist Aramid. Ihr kennt schon Aramid, das ist das gleiche Zeug auch, aus dem so kugelsichere Westen gefertigt werden. Und Pitaka bietet ja da auch diese Aramid Cases an, habe ich euch schon vorgestellt, die kugelsicheren. In Anführungszeichen. Auf jeden Fall sehr, sehr schlank, sehr robust und sehr angenehm in der Hand und vor allem auch hier hinten mit einer Metallplatte ausgestattet oder besser gesagt, einmal haben wir hier eine kleine Metallplatte und einmal hier eine kleine Metallplatte, damit hier in der Mitte für das Wireless Charging immer noch durchkommen ist. Denn unsere Kfz-Halterung unterstützt Wireless Charging und zwar mit insgesamt 10 Watt Leistung. Das heißt, wir haben hier Fast Wireless Charging mit eingebaut für iPhones, für Samsung Galaxy Phones und alle anderen, die das unterstützen. Beim iPhone sind es ja maximal 7,5 Watt, wissen wir ja mittlerweile. Also, wir haben hier Aramid, dann haben wir dort einmal rundherum eine leichte Gummierung hier am Rand und dann eine Zinklegierung hier einmal rundherum. Das sieht sehr schön aus, sieht sehr hochwertig aus. Und unten bei dieser Zinklegierung haben wir auch den Anschluss für den Stromstecker. Und ihr seht schon, ja, ich glaube, man kann es erkennen, das ist USB Typ C, wie sich das gehört. Also eine moderne Verbindung und da kommt dann auch genug Leistung rein, damit hier schnell kabellos geladen werden kann. Das ist das mitgelieferte Kabel und ihr seht schon vom Design her, ja, sie halten sich da schon an diese Optik des Aramid Cases und wir haben hier eine Stoffummantelung, das heißt, das wirkt alles sehr robust und hochwertig. Aber zurück zur Halterung. Vorne haben wir sie besprochen, unten haben wir sie besprochen, aber an der Seite noch nicht. Ihr seht, wir haben hier Lüftungsschlitze, einmal auf der rechten und einmal auf der linken Seite, denn in dem Teil hier ist ein kleiner Ventilator drin, der hilft dabei einfach die Wärme, die beim kabellosen Laden entsteht, besser abzuführen, damit euer Gerät auch nicht ganz so heiß wird. Das ist immer gut. Hitze ist immer negativ. Ja, für den Akku, wenn da zu viel Wärme und Hitze entsteht, dann kann das die Lebensdauer des Akkus beeinflussen oder negativ beeinflussen. Und mit so einem kleinen Lüfter bleibt das Ganze dann etwas kühler. Finde ich sehr, sehr gut. Man hört den auch gar nicht. Also beim Autofahren habe ich den nie gehört. Wenn ich angehalten habe und habe mal ganz genau hingehört, dann konnte ich hier den kleinen Lüfter drehen hören, aber der hört auch sofort auf, sobald man das Telefon hier wieder abnimmt. Ja, und beim Abnehmen, ihr habt schon gesehen, das hier ist eine magnetische Halterung. In unserer Kfz-Halterung sind insgesamt 9 Magnete verbaut, oben und unten rum, und die halten dann euer Case fest. Es wird auch gesagt, das ist extra designt, dass das hier mit dem Aramid Case funktioniert von Pitaka, das heißt alles aus einer Hand gefertigt und das ist richtig fest, solide und stabil, also da kann man rumwackeln und schütteln, das fällt nicht ab, das soll 2 Kilogramm aushalten, hier diese Magnete und so schwer sind die Smartphones ja heute gar nicht. Ich habe es ausprobiert, Freunde, ich bin damit im Auto rumgefahren, es hat gewackelt, hat gerappelt, bei den schlechten Straßen, die man stellenweise hat, da ist nie was abgefallen und das Tolle ist, man kann, wenn man mal irgendwo an der Kreuzung steht oder man soll natürlich das Handy da nicht holen, aber wenn man es doch mal kurz holt, kann man es sehr leicht hier abnehmen, kurz was schauen und ohne groß hinzugucken oder rumzufummeln einfach wieder dran packen und dann hält das Ganze sofort. Also das ist wirklich eine sehr gute, einfache und robuste Verbindung hier mit den Magneten. Finde ich richtig klasse. Und wie eben schon erwähnt, hier bei diesem Extra Case von Pitaka funktioniert auch das Wireless Charging durch das Case mit den Magneten hier ganz hervorragend. Hat echt gut geklappt bei mir. Man kann natürlich auch andere Cases holen. Ich habe hier noch eins, mein Ledercase, da ist auch eine Metallplatte drin. Auch das hält dann hier magnetisch. Allerdings, da geht kein Wireless Charging, weil die Metallplatte genau hier in der Mitte ist, wo dann das Coil sitzen würde. Also das Kupfercoil, die Kupferspule, durch die dann hier die Energie übertragen wird. So, jetzt haben wir das Hauptgerät schon gut besprochen. Ihr seht, wie es befestigt ist hier hinten. Da haben wir auch nochmal ordentlich hier Lüftungsschlitze für
den Ventilator und wir haben da so einen Kugelkopf. Da kann man das einstellen, so dass ihr die optimale Ausrichtung habt und dann einfach hier ein bisschen festschrauben und dann ist das fest, das Ding. Ansonsten kann man da nichts verstellen, außer dem Kugelkopf. Und ich mache ihn mal kurz auch hier komplett runter, dass ihr mal sehen könnt, wie die Befestigung hier gelöst wurde. Also kann ich einfach abziehen. Da haben wir die Aufnahme und da haben wir dann den Kugelkopf. Ja, und ansonsten eine sehr unspektakuläre Halterung, was das hier unten betrifft. Nichts Bewegliches. Wir haben hier den Saugnapf, den man hier feststellen kann. Und er hat bei mir sehr, sehr gut gehalten. Zusätzlich gibt es noch hier die kleine Platte. Die kann man sich zum Beispiel aufs Armaturenbrett kleben. Hier 3M Klebeband. Und dann kann man dort auch den Saugnapf draufsetzen, wenn man es nicht irgendwo an die Scheibe befestigen möchte. Und ja, es wird auch später noch die Lösungen geben, dass man das in den CD-Spieler reinmachen kann oder an die Lüftungsschlitze hängen kann. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Freunde. So, und ich glaube, ich habe jetzt hier alles erwähnt. Es ist eine sehr schöne Lösung. Also mir gefällt das mit den Magneten hier ausgesprochen gut. Vor allem, die sind so stark, dass man sich da keine Sorgen macht. Und ich sage das nicht leichtfertig. Ja, mein 1300 Euro iPhone 10, was es mal gekostet hat, das will ich nicht irgendwo hängen haben, in der Befürchtung, dass mir das während der Fahrt irgendwann mal runterfällt und runterplumpst. Nee, das will ich sicher haben. Und das Gefühl hatte ich hier absolut. Bombensichere Verbindung. Ja, jetzt fragt ihr euch, na, was schlägt denn dort beim Preis nieder? Ich kann es euch noch gar nicht so hundertprozentig sagen. Während ich das Video hier aufnehme, gibt es das Teil noch nicht bei Amazon. Während es veröffentlicht wird, ist es hoffentlich bei Amazon erhältlich. Dann findet ihr den Link hier unten in meiner Videobeschreibung. Laut Hersteller sind das so 50 US-Dollar, also schätze ich mal 40, 50 Euro werden das bei uns dann auch werden. Und dann kann man sich das Ganze hier zulegen. Ja, wenn man es hier mit dem extra Case noch haben will, das verlinke ich euch auch. Gibt es natürlich schon zu kaufen, kostet 50 Euro. Also ihr seht schon, wir sind hier auf der hochpreisigen Skala, aber dafür haben wir auch ja sehr hochwertige Materialien verbaut. Aramid, Zinklegierung und das sieht einfach cool aus. Also wer ein bisschen Style haben will und Wireless Charging auf die schnelle Art und Weise mit Wärmereduzierung dank Lüfter, der kann hier getrost zugreifen. Ihr bekommt hier ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt, Freunde. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Macht's gut. Ja, klappt immer.